Der Villmarer Orgelsommer findet am kommenden Sonntag um 18 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul seinen grandiosen Abschluss. Kantormagister Artium Michael Haripoth spielt auf der Kleisorgel einen Werkzyklus von Henri Müller. Esqui Byzantin, die byzantinischen Skizzen, schrieb Müller in den schweren Kriegs- und Nachkriegsjahren von 1914 bis 1919. Er widmete die monumentalen 10 Stücke für große Orgel der Basilika Sacré-Cœur de Montmartre in Paris. Mit Titeln wie Kirchenschiff, Kirchenfenster, Kapelle der Toten, Prozession, Begräbnisgesang und mehr. Und das große, ich nenne es mal Hauptstück, das Schlussstück, eine Carillon Toccata, hat einen lateinischen Titel: Tu es Petra et porte inferi non prevalebunt adversus te. Das heißt auf Deutsch: Du bist ein Fels und die Pforten der Hölle können nichts gegen dich ausrichten. Das ist so das große Prunkstück dann am Ende dieses Zyklus. Der 1958 in Wiesbaden geborene Kantor Michael Poz hat Anfang der 80er Jahre evangelische Kirchenmusik studiert. War auch lange in dieser Richtung aktiv, habe aber bereits in den 80er Jahren meine große Liebe zur katholischen Liturgie entwickelt. Inzwischen blicke ich auf über 30 Jahre katholische Dienste zurück und bin, wenn auch etwas spät, im vergangenen Jahr im Oktober dann endgültig zum katholischen Glauben konvertiert, weil ich mittlerweile in 5 verschiedenen katholischen Kirchen der Pfarreien Unsere Liebe Frau in Wetzlar und der Pfarrei St. Anna Biebertal arbeite. Meine Hauptorgeln und Hauptkirchen sind derzeit einmal die Kirche St. Walburgis in Wetzlar mit einer Orgel von Förster Nikolaus in Lich aus dem Jahr 1967. Meine eigentlich klangliche Lieblingsorgel steht in Christkönig Aslar, erbaut 1980 von Fischer und Krämer in Endingen, die auch diese Orgel hier in Villmar bisher gewartet haben. Erbaut wurde die Orgel 1754 bis 55 vom Frankfurter Orgelbauer Johann Christian Köhler. Nach diversen Umbauten erfolgte 1976 durch die Firma Kleis ein grundlegender Um- bzw. Neubau der Orgel. Und das Gute an diesen Orgeln, von denen ich gerade spreche, auch diese hier in Villmar, die von der renommierten Firma Kleis in Bonn eben 1976 erbaut wurde, ist, dass sie A, über sehr hohe Qualität verfügen. Wie gesagt, Kleis gehört zu den renommiertesten Firmen. Man nennt ihn auch den Mercedes unter den Orgelbauern. Er ist entsprechend teuer, verständlicherweise. Der Zyklus von Henri Müller, Esqui Byzantin, ist stilistisch dem Impressionismus zugeordnet. Verwandtschaft mit dem Stil von Claude Debussy und Maurice Ravel sind deutlich erkennbar. Beim Abschlusskonzert des Villmarer Orgelsommers am 21. Juli um 18 Uhr kann der interessierte Zuhörer in der Kirche St. Peter und Paul in Villmar dieses exklusive Klangerlebnis bei freiem Eintritt genießen.